Hallo, herzlich willkommen zurück in der Inspirator. Mein Name ist Francine und ich zeige euch heute ein kleines chemisches Experiment. Das könnt ihr relativ easy zu Hause nachmachen und wir gucken jetzt mal, wie sehr ich euch das dann am Ende des Videos empfehlen würde. Es geht um Elektrolyse. Elektrolyse bedeutet ganz einfach, dass wir etwas mittels Elektrizität trennen. Wir haben das hier schon vorbereitet. Wir haben ein Glas mit Wasser, in dem Wasser ist Salz und ein bisschen Spülmittel drin. Das ist unsere Elektrolytflüssigkeit. Wir haben zwei Bleistifte als Elektroden und wir haben hier dahinter eine Batterie stehen. Ihr seht, die Batterie ist mit den Spitzen des Bleistiftes verbunden und die Elektrolyse läuft auch schon. Sieht man das gut auf dem Bild? Das Wasser, die chemische Verbindung, die wir also erstellt haben, wird durch die elektrische Spannung quasi gezwungen, sich zu trennen in Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff haben wir da, wo es ein bisschen mehr sprudelt, den Sauerstoff da, wo es ein bisschen weniger sprudelt. Wir blenden euch hier irgendwo die Reaktionsgleichung dazu ein. So, man kann das anzünden, um den Wasserstoff sichtbar zu machen. Dazu werde ich mir aber eine Freiwillige holen, denn ich habe Angst vor Feuer. Hallo! Luisa wird uns das jetzt einmal demonstrieren. Wir hoffen, es funktioniert. Ihr kennt dieses Spülmittel-Brennexperiment schon von unserer brennenden Hand. Wir verlinken die irgendwo hier. Natürlich haben wir so ein Exponat auch in unserer Ausstellung stehen. Das heißt, sobald ihr wieder herkommen dürft, könnt ihr die Elektrolyse bei uns betrachten. Einmal in groß. Wir haben hier vorne die Spannung anliegen. Und danach ist es auch schön beschildert, wie sich Wasserstoff und Sauerstoff trennen. Ihr seht wieder die Blasen aufsteigen, wie bei unserem kleinen Experiment. Und hinten haben wir eine Brennstoffzelle, das ist der kleine schwarze Kasten. Der dreht den ganzen Spaß jetzt wieder um. Das heißt, die chemische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt und wir könnten damit irgendwas Elektrisches betreiben. Ansonsten kennt man den Spaß auch zum Beispiel vom Aufladen eines Akkus, was wir ja mittlerweile alle mehrmals täglich tun. Das war es dann auch schon wieder mit unserem heutigen Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann schaut unbedingt hier bei den anderen Videos vorbei. Lasst uns hier ein Abo da, da unten einen Daumen nach oben. Ihr wisst, wie das funktioniert. Tschüss!